Church. Guten Morgen, Gemeinde. How's everybody doing this morning? Wie geht's euch heute Morgen? Yeah, I think you guys can do better than that. Just a little bit better. How are we doing this morning? Wir können besser. Wie geht's euch diesen Morgen? That's a little better. Das ist ein bisschen besser. I see some of you are still coming in, but as you're making your way in. Einige von euch kommen noch rein, aber während ihr reinkommt. You can already come to the front. Könnt ihr schon nach vorne kommen. We're in great expectation that someone special is going to show up this morning. Wir haben eine große Erwartung, dass jemand Besonderes heute Morgen kommen wird. And his name is Jesus. Und sein Name ist Jesus. All right. Yes, amen. So we're going to jump right into worship. Wir werden direkt in die Anbetung einsteigen. And do what we always do and invite our King to be with us. Und tun, was wir immer tun und unseren König einladen, um mit uns zu sein. So Jesus, we just thank you for your presence this morning. Und Jesus, wir laden dich ein mit deiner Gegenwart diesen Morgen. Thank you that you are here in our midst. Danke, dass du in unserer Mitte hier bist. We ask you, Holy Spirit, to open our eyes to see you this morning. Wir bitten dich, Heiliger Geist, öffne unsere Augen, dich heute Morgen zu sehen. That as you come, you open the floodgates of your glory, God. Dass während du kommst, du die Fluten deiner Herrlichkeit uns öffnest, Gott. Thank you, Lord, that you will do what only you can do. Danke Gott, dass nur du tun willst, was du tun kannst. And we come in full expectation. Und wir kommen in voller Erwartung. That you will speak, that you will draw us closer to you. Dass du sprechen willst und uns zu dir ziehen willst. Thank you, Jesus, for who you are. Danke, Jesus, für wer du bist. We don't want anything else but you. Wir möchten nichts anderes als dich. We don't want anything else but you, Jesus. Nichts anderes als dich, Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. We bless your holy name. Wir loben deinen heiligen Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bekennt.
kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Komm, sing es laut. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt. Und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder will sich vor ihm beugen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jede Zunge muss bekennen, jedes Knie wird sich beugen. Heute an diesem Morgen, Herr, wir beten, dass du kommst. Heiliger Geist, wir bitten, dass du kommst, dass du hier einziehst in unserer Mitte. Lass es nicht einfach nur irgendeine Musik sein, Heiliger Geist, sondern lass es Worship sein, der wohlgefällig ist, der dein Herz berührt. Heiliger Geist, komm und übernimm heute Morgen. Können wir das gemeinsam sagen? Sag, Heiliger Geist, übernimm heute Morgen. Komm und sag es nochmal, Heiliger Geist, übernimm heute Morgen. Tu, was immer auch dir gefällt. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist.
room, Holy Spirit. Move, move, move over my waters. Move, move, move over my waters. Come and move, move, move over my waters. Move, move, move over my waters.
experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Come on, let's sing this. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience. Let us become. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what hearts long for, to be overcome. Oh, sing, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Oh, flood this place, flood this house. No matter the cause, we want more of you, Lord.
Say, Holy Spirit, fühl mich. Feel me. Heiliger Geist, Holy Spirit, fühl mich. Feel me. Und so wie es in der Bibel steht, wenn du nach dem Heiligen Geist fragst, wie viel will Gott dir geben davon? Like it says in the Bible, if you ask for the Holy Spirit, how much will the Lord give it to you? Heiliger Geist, wir beten heute Morgen, füll uns mit deiner Gegenwart. Holy Spirit, we pray this morning, fill us with your presence. Wir beten, dass du uns Jesus offenbarst. We pray that you reveal Jesus to us. Ich bete, dass du wie ein Feuer hier durch den Raum gehst. And I pray that you move like a fire through this room. Dass dein Feuer hier ausgelöst wird. That your fire be released in this place. Dass es hier heute Morgen nicht nur ein Moment ist, von dem wir dich nur anerkennen. But this morning will not just be a moment where we acknowledge sondern, you. Sondern dass du uns transformierst. But that you transform us. Wir sprechen das Feuer Gottes aus. We speak, we speak of the fire of God in Jesus' name. Dass es uns markiert. That it marks us. Dass es unsere Herzen entfacht. That it rekindles our heart. Und dass wir in diese Liebe fallen, die Jesus für uns hat. And that we fall in the love that Jesus has for dass us. Dass wir ihn auch lieben dürfen. That we can also love dass him. Dass wir Platz machen für ihn. That we can make space for him. Dass wir Raum machen für ihn. That we can make room und for dass him. Dass wir mit allem, was es ist, ihm nachfolgen.
nachfolgen. That with all that we are, we can follow him. Hallelujah, Jesus. Wir danken dir für deine Gegenwart. We thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte noch mehr vom Geist Gottes? Is there someone here who says, I want more of the Spirit of God? Streck doch mal deine Hand aus. Stretch out your hand. Und die, wo ihre Hand nicht gestreckt haben, geht doch mal zu jemandem hin und segnet einander. Lass uns einander segnen. Lass uns einander aussprechen die Fülle des Geistes. Go to one another and release the fullness of the Spirit to one another. Bless one another. Fire of God fall. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, where the presence of God is, da müssen die dunklen Mächte fliehen. The dark powers has to flee. Und ich spreche das aus heute Morgen. I speak that out this morning. Über euer Leben, über unser Leben. Over your lives, over our lives. Dass jede Macht, die nicht zu Gott gehört, that is every power that is not of God, dich und deinen Körper zu verlassen hat, will leave you and your body. Wir sprechen auch über Krankheit. We speak also for sickness. Wir binden sie im Namen von Jesus Christus. We bind it in the name of Jesus Christ. Wir sprechen und wir lösen das Reich Gottes aus. And we release this kingdom über dich, über dein Leben, über deine Familie. Over you, your life and your family. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Ist hier jemand mit Schmerzen? Is there someone with pain? An der Hüfte? In the hip. Ist hier jemand mit Schmerzen an der Hüfte? Is there anyone with pain an der rechten Seite? On the right side. Kannst du mal deine Hand strecken? Can you stretch your hand? Up there. Da oben sind zwei Personen und da ist auch noch eine Person. Kirche, könnt ihr bitte zu den Menschen gehen, fragt sie, ob ihr für sie beten dürft, die Hände auflegen. Church, can you go to these people, ask if you can lay hands on them and pray for them? Ist noch jemand hier mit Hüftschmerzen heute Morgen? Anyone else with hip pain this morning? Over there. Zu beten und wir lieben es auch wirklich Heilung zu erleben in dieser Gemeinde. And we love it to pray and also to experience healing in this church. Weil wir wissen, dass Gott derselbe Gott ist heute und für Ewigkeit. Amen. Because we know God is the same today and forever. Amen. Und bei ihm sind alle Dinge möglich. And with him everything is possible. Und so sprechen wir wirklich frei, wie es im Himmel ist, so soll es auch jetzt sein in Jesu Namen. And we declare it as it is in heaven, so it has to be right now in Jesus' name. Hüften, we speak to those hips, dass diese Schmerzen zu gehen haben in Jesu Namen. That those pains have to go in Jesus' name. Wir lösen den Himmel. And we release heaven in den Körper in Jesu Namen. In those bodies in Jesus' name. Wir danken dir, Engel Gottes, dass sie jetzt wirklich das bringen, was Gott schon beschlossen hat auf der Erde. And we thank you, angel of God, that you're going to bring what God has declared on this earth. Wir danken dir, Herr, heute Morgen für das, was du tust unter uns. And Lord, this morning we thank you for what you're doing among us, for your presence. Und sprechen deinen Schutz aus und deine Heilung. And we speak your protection and healing out. Alright, könnt ihr das mal ausprobieren, wo ihr Schmerzen hattet? Can you test it if you had pain? Wenn ihr Schmerzen hattet und es besser geworden ist, könnt ihr kurz mal winken? If you had pain and it got better, can you wave?
glaube, sie haben mich nicht gehört. I think they didn't hear me. Wenn jemand hier geheilt wurde, if someone was healed here, könnt ihr kurz mit beiden Händen winken? Can you wave with both hands? Come on, hier vorne. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Komm, Kirche, lass uns Gott noch mal einen Applaus geben. Come on, church, let's give God a big hand. Er ist ein Gott, der heilt heute. He's a God who heals today. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, und wisst ihr was? Vielleicht ist es für dich oder für mich manchmal komisch zu sagen, hey, warum beten wir immer wieder für Heilung? And you know, sometimes for you or for me, it might be strange asking, why do we always pray for healing? Aber wenn du 10 Jahre mit Schmerzen herumläufst, but if you're walking around with pain for 10 years, und an einem Sonntag für dich gebetet wird, and then on a Sunday you're being prayed for, und dieser Schmerz for, verschwindet, weil Gott eingreift, and the pain disappears because God takes it. Wie froh wärst du darüber, dass sowas passiert? Amen. How happy would you be if something like that happens? Lasst uns eine segnende Gemeinde sein. So let's be a blessing church. Wir wollen das Reich Gottes leben. We want to live the kingdom of God. Nicht nur hier, sondern auch unter der Woche. Wir wollen beten, dass das Reich Gottes sich manifestiert. Not just here, but even in the week, we want to pray that the kingdom of God manifests. Amen. Amen. All right. Hey, könnt euren Platz finden. Sagt noch jemand Hallo, den ihr noch nicht getroffen habt. You can find your seats and say hello to someone you haven't met yet. So schön. So beautiful. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. So, Kirche, geht's euch gut? Church, are you doing good? Nicht so? Not so much. Geht's euch gut? Are you doing good? Come on, ein bisschen Response heute Morgen. Some response this morning. Wir sind froh, im Haus Gottes zu sein. We're happy to be in the house of God. Und einander zu sehen. And we can see one another. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes des Höchsten. You're sons and daughters of the Most High God. Und wir dürfen das feiern, dieses Privileg, dass wir mit Gott und mit Menschen verbunden sind, dass wir in Gemeinschaft leben dürfen. And we get to celebrate the privilege to be connected with God and with people and get to live in community. Amen. Amen. Come on. Come on. Heute Morgen will ich kurz die Kollekte ansagen und während ich hier spreche, könnt ihr schon mal losgehen mit den Buckets. This morning I want to shortly announce the offering and while I'm speaking you can come around with the buckets. Als ich Gott nochmal gefragt habe, was willst du, dass ich teile? When I asked God, what do you want me to share? War es Matthäus 6, Vers 33. It was Matthew 6, verse 33. Wer weiß, was da drin steht? Who knows what's written in there? Andrea? Yes, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. We seek first after the kingdom of God. Und alles andere wird uns zufallen. And everything else will be added to us. Wenn wir über Spenden sprechen, wenn wir über das Geben sprechen, when we talk about giving offering, about giving, dann ist es genau das. Then it's exactly that. Wir nehmen das, was wir haben, we take what we have, und wir investieren es in das Reich Gottes. And we invest it into the kingdom of God. Nicht nur mit unserer Zeit, not only with our time, oder mit unseren Gaben, or with our gifts, auch mit unserem Geld, even with our money, weil wir glauben, dass alle Dinge vom Herrn kommen. Because we believe that all things come from alle Dinge the Lord. Haben von ihm seinen Ursprung und in ihm sein Ziel. All things come from him and are to him. Und deswegen wollen wir auch mit unserem Geld, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, and that's why we also want with our money that God has entrusted to us, wollen wir investieren. We want to invest. Weil wir wissen, dass das Königreich Gottes auf Ewigkeit besteht. Because we know the kingdom of God remains forever. Unsere Häuser, unsere Autos oder was auch immer, die werden kaputt gehen. Our homes, our cars, whatever, they're going to be broken one day. Gottes Königreich wird auf Ewigkeit Bestand haben. But God's kingdom will remain forever. Und wir möchten euch wirklich ermutigen, dass ihr investiert. And we want to encourage you that you und invest. Dass ihr großzügig investiert. And that you invest with generosity. Und dass immer da, wo dein geistliches Zuhause ist, dass du da deine Zehnten oder auch darüber hinaus gibst. And that you give your tithe where your spiritual home is and even und, above that. Und damit genau das lebst. Ich trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. And that you live that out. I first seek after the kingdom of God. Und ich vertraue ihm. And I trust him. Und investiere in sein Reich. And I invest into his kingdom. Amen. Amen. Auch online, ihr dürft gerne über unseren Link, den ihr da eingeblendet bekommt, geben. Also online through the link that you're going to be shown here, you can also give through online. Ihr investiert damit in diese lokale Community, in diese Gemeinschaft. And with that you invest into this local community. Und dass wir weiter und weiter das Reich Gottes bauen miteinander. So we can with one another keep building the kingdom so of God. Ein Segen. It's such a blessing. Amen. Amen. Jetzt will ich den Dennis hervorholen. I want to call Dennis up. Er wird uns noch ein paar Announcements geben. He's going to give us some announcements.
Hey, good morning, church. Guten Morgen, Gemeinde. How many of you love Jesus this morning? Wie von euch diesen Morgen lieben Jesus? Amen. Amen. He's altogether lovely, altogether worthy. He's the King of Kings. Amen. Er ist ganz lieblich und würdig. Er ist der König der Könige. Amen. And it's such a joy to be in the house of God every morning on Sunday. Es ist so eine Freude, jeden Sonntagmorgen im Haus Gottes zu sein. Aren't you blessed already by the worship today? Wurdet ihr schon gesegnet durch die Anbetung heute Morgen? Amen. Amen. So, if you're here for the first time, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, let me tell you, this is what's happening every Sunday. Lass mich euch sagen, das passiert jeden Sonntag. It's always this powerful. Es ist immer so mächtig. So, if you're here for the first time, would you please raise your hands? Und wenn ihr zum ersten Mal heute hier seid, könnt ihr eure Hand heben. Church, can you give a big hand to all these people? Wow. Gemeinde, könnt ihr den ganzen Leuten einen großen Applaus geben? Wow. Thank you so much for being here. Vielen Dank, dass ihr hier seid. And we would love to connect with you. Wir würden uns lieben, uns mit euch zu verbinden. So after the service. Also nach dem Gottesdienst. In the lobby on my left side. In der Lobby zu meiner linken Seite. We have a welcome booth. Haben wir einen Willkommenstisch. And we want to connect with you, get to know you. Wir möchten uns mit dich verbinden, dich kennenlernen. Drink coffee with you. Einen Kaffee mit dir trinken. So we hope to see you there. Also wir hoffen, euch dort zu sehen. And also, church, I want to say thank you to you. Und auch Gemeinde, ich möchte euch Dankeschön sagen. Last week I announced about the being part of a ministry team. Letzte Woche habe ich eine Ankündigung gemacht, Teil des Ministry Teams zu sein. And some of you came and said, "Hey, I want to serve." Und einige von euch sind gekommen und sagten, ich möchte dienen. But let me tell you, we need more people. Und lass mich euch sagen, wir brauchen mehr Menschen. And building the house of God is such an honor and such a joy. Und das Haus Gottes zu bauen ist solch eine Ehre und Freude. So let's join hands and really build this house for Jesus. Also, amen. Zusammen an den Händen das Haus für Jesus zusammenbauen. So today again you can just sign up. Also heute könnt ihr euch wieder anmelden. You can scan the QR code. Ihr könnt den QR-Code scannen. But right now I want to call someone on the stage. Aber jetzt möchte ich jemanden auf die Bühne bitten. He's an amazing man. Er ist ein erstaunlicher Mann. His name is Stefan. Sein Name ist Stefan. He's one of the life group leaders here. Er ist einer der Life Group Leiter hier. And he's also serving in the kids ministry. Und er dient auch im Kindergottesdienst. Can you give Stefan a big hand? Könnt ihr Stefan einen großen Applaus geben? Awesome. And I just want to ask you a few questions. Ich möchte dir einfach einige Fragen stellen. You're serving the kids ministry. Du dienst in Kindergottesdienst. Ja. And you know, Michael, er schwärmt von dir. He's talking so much about you. Und Michael, er schwärmt von dir. Er spricht so viel über dich. Michael said he's doing such a great job at the kids ministry. Michael sagt beim Kindergottesdienst, er macht so eine großartige Arbeit. So how long have you been there? Also wie lange bist du schon dort? Seit Februar letzten Jahres. Since wow. Last year February. And how did you get connected to the kids ministry here? Und wie bist du zum Kindergottesdienst hier verbunden worden? Das war sehr speziell. That was very special. Das Worship begann. Ich ging auf meine Knie, wollte in meine Worship Time gehen. The worship started. I went on my knees and wanted to enter into worship. So in dem Moment touched mich Dustin an die Schulter. In that moment, Dustin touches me on the shoulder. Das Kids Team braucht dich. He says the kids team needs you. Und ich sagte ihm, warum ich? And I said to him, why me? Findest du nicht jemand anders? Can't you find someone else? Er ging weg. He left. Und 5 Minuten später gingen alle Kids raus. And 5 minutes later, all the kids went out. Die gingen in ihr Plenum. They went to their room. Und ich sagte, oh, der Kelch ging an mir vorbei. And I said, oh, the cup passed by me. Dann. And then. Sprach Gott zu mir. God spoke to me. Stefan, warum sagst du das? Stefan, why did you say that? Was ist los mit dir? What is wrong with you? Und ich war beschämt. And I was ashamed. Ich war beschämt. I was ashamed. 5 Minuten später. 5 minutes later. Dustin kam wieder. Dustin came back. Klopfte mich auf die Schulter. Okay, touched me on the shoulder. Das Kids Team braucht dich. The Kids Team needs you. Ich stand auf und ging mit. I got up and went with him. Seitdem bin ich on fire. And since then I'm on fire. And I just want to say, und ich möchte einfach mal sagen, das Hosting-Team braucht dich. The Hosting-Team needs you. Thank you. I'm just kidding. Ich mache Spaß. But one thing I know the Bible says is this. Aber eine Sache, die ich weiß, die Bibel sagt, ist folgendes. You know, if you refresh others, you yourself will be refreshed. Wenn du andere erfrischt, wirst du selber erfrischt werden. So serving the Lord goes two ways. Also dem Herrn dienen, das geht beide Wege. Not only do you give something, nicht nur gibst du etwas, but you get something back, sondern du bekommst etwas zurück. Something amazing. Etwas Erstaunliches. So we honor you, Stefan. Also wir ehren dich, Stefan. And thank you so much for your testimony. Und vielen Dank für dein Zeugnis. People are so blessed because of you. Menschen sind so gesegnet wegen dir. And I pray that more Stefans gonna raise up in this church. Und ich bete, dass mehr Stefans in dieser Gemeinde aufkommen werden.
And more Dustins. Und mehr Dustins. We're gonna tap on people's shoulders. Und wir werden auf die Schulter von Menschen klopfen. And say, hey, we need you. Und sagen, hey, wir brauchen dich. So, church, we need you. Also Gemeinde, wir brauchen euch. Amen. Tap yourself on the shoulder. Könnt ihr euch selbst auf die Schulter klopfen? And say, hey, I'm needed. Sag, ich bin gebraucht. Ich bin gebraucht. Can we give Stefan a big hand? Thank you so much, Stefan. Gib mir Stefan einen großen Applaus. Vielen Dank, Stefan. Amazing. He's such a humble man. Erstaunlich, so ein demütiger Mann. Wow. So, church, do you want to serve? Der Gemeinde, möchtet ihr dienen? All right. Amen. And there's one more thing I want to say. Es gibt noch eine Sache, die ich sagen möchte. For all the young people. Für alle jungen Menschen. We have our youth conference coming up. Wir haben unsere Youth Conference gekommen. Pure Fire. Pure Fire. You gotta register. Ihr müsst euch anmelden. And I think they still have this special price, if I'm mistaken. Und wenn ich nicht falsch liege, haben sie immer noch einen besonderen Preis. So register now. Also meldet euch jetzt an. And there's a video you want to show you. Es gibt ein Video, das wir euch zeigen möchten. Please roll the video. Bitte zeigt das Video. I was in bondage and depression, anxiety. This transformed my life. Feel His presence. They're here. Loves me so much. You giving Jesus your yes to what He has prepared for you. When the fire of Jesus came into my life, it burned a lot of things in my heart, but it didn't leave an emptiness. He actually filled it with Himself. I want to see the youth burning for Jesus and really testifying what Jesus did on the cross. Pure fire is gonna be fire. Pure fire wird Feuer sein. Amen. Amen. If you're young, sign up. Wenn du jung bist, melde dich an. All right. I also send my greetings from Pastor Ben. Ich bringe auch Grüße von Pastor Ben. He's not here today. Er ist heute nicht hier. He's right now in Orlando, Florida. Er ist gerade in Orlando, Florida. Preaching at Jesus Image. Und predigt bei Jesus Image. But he's watching right now. Er schaut gerade zu. So Pastor Ben, we send our regards back to you. Also Pastor Ben, wir senden unsere Grüße dir zurück. And we know that Jesus Image is so blessed to have you today. Und wir wissen, Jesus Image ist so gesegnet, dich heute zu haben. And church, it's my honor today. Und Gemeinde, es ist mein Vorrecht heute. To introduce our guest speaker. Um den Gastsprecher vorzustellen. He's an amazing man of God with such an humble heart. Er ist ein erstaunlicher Mann Gottes mit solch einem demütigen Herzen. He was the associate pastor and really a key leader of New Creation Church in Singapore. Er war der Assistenzpastor und wirklich Schlüsselfigur in der New Creation Gemeinde. I mean, that church is like 40,000 members. Und die Gemeinde sind 40,000 Mitglieder. I repeat, 40,000 members. Ich sage es nochmal, 40,000 Mitglieder. Not only that, he's a very successful businessman. Nicht nur das, er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. He's running multiple businesses. Er hat mehrere Geschäfte. We met in Turkey. Wir haben uns in der Türkei getroffen. He's a very busy man. Er ist ein sehr beschäftigter Mann. But when the earthquake hit, aber als das Erdbeben geschehen ist, he contacted Pastor Ben Fitzgerald. Hat er Pastor Ben Fitzgerald kontaktiert? And he said, "How can I help?" Und er sagte, wie kann ich helfen? He put everything aside. Er hat alles zur Seite gesetzt. And he himself flew down from Singapore to Turkey. Und er selbst ist aus Singapur nach der Türkei geflogen. To help with the relief work. Um zu helfen mit der Hilfsarbeit. That's such a servant heart. Das ist ein Dienerherz. And we have the honor to have him here today. Und wir haben die Ehre, ihn heute hier haben zu dürfen. Pastor Ben Fitzgerald loves him so much. Und Pastor Ben Fitzgerald liebt ihn so sehr. That he wants you, Awakening Church, to hear from him personally. Dass er möchte, dass ihr Awakening Gemeinde von ihm persönlich hört. So church, please get up on your feet. Also Gemeinde, bitte steht auf. I give a big hand to Pastor Benjamin Lim. Gebt einen großen Applaus zu Pastor Benjamin Lim. As he comes on the stage. Während er auf die Bühne kommt. Thank you. Thank you, Dennis. Vielen Dank, Dennis. I love the spirit and the atmosphere that's in this place. Amen. Ich liebe den Geist, die Atmosphäre, die in diesem Ort ist. Amen. Hallelujah. Thank you. Vielen Dank. Thank you for welcoming me here today in Germany. Danke, dass mich in Deutschland heute willkommen heißt. Your church is in an amazing strategic location. Eure Gemeinde ist in einer erstaunlichen strategischen Position. You think so? Amen. Glaubt ihr das? Amen. You are like a sandwich between Germany, France, Switzerland. Ihr seid wie ein Sandwich in Deutschland, Frankreich, Schweiz. Wow. Wow. Some locals was telling me. Einige Lokale hier sagten mir. It's really nice to stay here. Sagt, es ist sehr schön hier zu sein. If they want some French food, they just cross over. Wenn du französisch essen möchtest, kannst du über die Grenze gehen. They want some cheap food, they just stay here. Wenn du günstiges essen möchtest, bleibst du hier. If they want no food, they go to Switzerland because it's too expensive. Wenn du möchtest, gehst du in die Schweiz, was zu teuer dort ist. No, they told me they go there for the mountains. Na, sie sagten, sie gehen für die Berge dorthin.
You know, it's just my son is here with me, Gabriel. He's here traveling with me. Sohn Gabriel ist hier mit mir, reist mit mir. And I'm going to show you a picture of my family. Ich möchte euch ein Bild meiner Familie zeigen. This is my family. Next slide, can you show it? Oh, this is my family. Das ist meine Familie. This is my wife and her four boys. Das ist meine Frau und ihre vier Jungs. Because sometimes the husband do not behave like a husband, behave like a boy. Denn manchmal verhält sich der Ehemann nicht wie ein Ehemann, sondern wie ein Junge. You know, I've been very blessed. The Lord has graced me, favored me to give me a beautiful family. Ich bin sehr gesegnet. Der Herr hat mir Gunst gegeben, eine schöne Familie gegeben. In fact, the names of my three sons in Chinese und in Chinesisch die Namen meiner drei means Söhne the kingdom of God. Bedeutet das Königreich Gottes. The first one is righteousness. Der erste ist Gerechtigkeit. Gabriel, the second is peace. Gabriel ist der zweite Frieden. And the youngest is joy. Und der jüngste ist Freude. So I believe I have the kingdom of God always with me all the time. Also ich glaube, ich habe das Königreich Gottes immer mit mir. I want to thank Pastor Ben Fitzgerald. Ich möchte Pastor Ben Fitzgerald danken. You know, for inviting me here today. Dass er mich heute hier eingeladen hat. I thank him. I say thank you for entrusting me with your pulpit when you are away, especially when you are away. Ich sage danke, dass du mir vertraust mit der Kanzel, besonders wenn du nicht da bist. You know, it's a great honor. Es ist eine große Ehre. A privilege. Ein Vorrecht. We were in Turkey together. Wir waren in Türkei you zusammen. You know, I just want you to know that you have a man of God in the house. Ich möchte wissen, dass ihr wisst, ihr habt einen Mann Gottes im Haus. Amen. Amen. You know, and I believe that God will bring the people around him. Und ich glaube, Gott wird die Menschen um ihn herumbringen, to expand the kingdom of God, um das Reich Gottes auszuweiten, out of this place, über diesen Ort hinaus. You know, I was with him in Turkey, and he's just amazing to me. Ich war mit ihm in der Türkei, und er ist wirklich he's erstaunlich für mich. He's such a servant leader. Er ist solch ein Dienerleiter. He will roll up his sleeve and help to do things. Er hat die Ärmel hochgekrempelt, geholfen Dinge zu tun. Whether is it direct traffic in a refugee camp, ob es ist den Verkehr zu leiten im Flüchtlingslager, or when we were traveling in the middle of the night, oder als wir mitten in der Nacht gereist sind. Chris was with us in the taxi, und Chris war mit unserem Taxi. And when the taxi driver was falling asleep, und als der Taxi-Driver eingeschlafen ist, he took over the taxi driver and he started driving the taxi himself. Hat er den Platz vom Taxifahrer genommen und das Taxi selber gefahren. I fell asleep. Ich bin eingeschlafen. When I woke up, I was surprised. Als ich aufgewacht bin, war ich überrascht. You know, because I think that the taxi driver was a bit old and was falling asleep. Weil der Taxifahrer war ein bisschen älter und er war mal einschlafen. You know, so you have a great man of God here. Ihr habt einen großen Mann Gottes hier. You know, Jesus defined greatness as someone that serves. Jesus hat Größe definiert als jemand, der dient. If you want to be great in the kingdom of God, serve. Wenn du im Königreich Gottes groß sein möchtest, diene. Humble yourself. Demütige dich selbst. You know, the kingdom of God, they've been in ministry. Ist das Königreich Gottes, ob es im Dienst ist. It's not about title and position. Da geht es nicht um Titel und Position. It's about serving and loving one another. Es geht ums Dienen und einander lieben. The Bible says the gifts and the calling of God are irrevocable. Die Bibel sagt, die Gaben und Berufung Gottes sind nicht widerrufbar. God has graced us with gifts and calling. Gott hat uns Gaben und Berufungen gegeben. And when we step into serving, und wenn wir ins Dienen einsteigen, it's not so much for us to express our gifting, es ist nicht so sehr, dass wir unsere Gabe ausdrücken können, as it is to serve the people and to glorify the King, sondern dass wir den Menschen dienen und den König verherrlichen. Amen. Amen. You know, so I want to encourage you, join the ministry, serve in a team. Also ich möchte euch ermutigen, schließt euch dem Dienst an und dient im Team. You are in a good house. Ihr seid in einem guten Haus. You are in a safe house. Ihr seid in einem sicheren Haus. Amen. Amen. I bring you greetings from Singapore. Ich bringe euch Grüße aus How Singapur. How many of you been to Singapore ever? Wie viele waren schon mal in Singapur? Oh, there are a couple of you. Great. Einige von euch. Großartig. Not many. You should come to Singapore. Nicht viele. Ihr solltet nach Singapur kommen. We got beautiful city. Wir haben eine wunderschöne Stadt. We have a. Let's show them a picture of a part of Singapore. Lass ich next slide. Ein Bild zeigen, ein Teil von Singapur. I'm showing you the best parts. Ich zeige euch die besten Teile. You know, it's amazing, eh? Das ist erstaunlich, oder? This is the they call the Marina Bay Sands Hotel. Das nennen sie das Marina Bay. They have the tallest swimming pool Hotel right on top. Sie haben einen Swimmingpool ganz oben. And that pool was built by a friend of mine. Und das Pool wurde gemacht von einem Freund von mir. You know, a member of the church that I used to go to. Ein Mitglied der Gemeinde, wo ich hingegangen bin. You know, and the Lord granted him so much favor. Und der Herr hat ihm so viel Gunst gegeben. That he outbidded everyone. Dass er über alle übertrumpft and hat. And he had no experience in building a swimming pool. Und er hatte keine Erfahrung, einen Swimmingpool zu bauen. But they gave him the contract to build the tallest swimming pool in the world. Aber sie haben ihm den Vertrag gegeben, den höchsten Swimming Pool in der Welt zu bauen. That's the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. Amen. Amen. Come on, give Jesus all the glory. Komm, gib Jesus alle Ehre. And so if you are here, also wenn du hier bist, you see, I've never served in the house of God. Und du sagst, ich habe noch nie im Haus Gottes gedient. I've never been part of building the kingdom of God. Ich war noch nie Teil vom Königreich Gottes bauen. You do not need experience. Du brauchst keine Erfahrung. You just need the grace of God. Du brauchst einfach die Gnade Gottes. And the grace of God is here today. Und die Gnade Gottes ist heute hier. It is for all who say I will receive. Es ist für alle, sagen ich empfange. Amen. Amen. You know, and the grace of God comes in Jesus. Und wenn die Gnade Gottes kommt in Jesus. And that's what I want to talk to you about today. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. In dem Moment, wo ich reingegangen bin, habe ich eure Missionsaussage gesehen. It's all about Jesus. Es geht alles um Jesus.
So I thank God I heard God, I got the right sermon. Also ich danke Gott, ich habe richtig gehört, ich habe die richtige Predigt. Because you know what today? Denn wisst ihr was heute? You know I've been walking with the Lord. Wisst ihr, ich habe mit dem Herrn gewandelt. For 38 years. Für 38 Jahre. You know I know wherever I travel people think that I'm young. Und ich weiß, wenn ich rumreise, denken Menschen, ich bin jung. They always think Asians look young. Sie denken immer, Asiaten sehen jung aus. But I'm 50 today. Aber ich bin heute 50 Jahre. It's not just Asian look young, but God renew your youth. Es ist nicht asiatisch einfach nur sein, sondern Gott verjüngt deine Jugend. Especially when you're always among God's people and in His presence. Besonders wenn du immer in Gottes Gegenwart und unter seinem Volk bist. When I was in Africa preaching. Als ich in Afrika war beim Predigen. They thought I was 25. Sie dachten, ich bin 25 Jahre. So I told them I should start my cosmetic lines. Also habe ich gesagt, ich sollte meine Kosmetikreihe rausbringen. Nobody you've been with Jesus. Aber wenn du mit Jesus gewesen bist. No, Jesus will renew your youth. Jesus wird deine Jugend wiederherstellen. Amen. Amen. You know, in the church today. Bist du in der Gemeinde heutzutage? You know, as I've been serving in the kingdom of God. Während ich gedient habe im Königreich Gottes. Among His people. Unter seinem Volk. Travel all across the world. In der ganzen Welt. You know, I've come across a lot of people. They want many things from God. Ich habe viele Menschen getroffen, die viel von Gott wollen. They want blessings. Sie wollen Segen. They want breakthrough. Sie wollen Durchbruch. They want answer. Sie wollen Antworten. They want solution. Sie wollen Lösungen. And there's no problem for that. Und das ist kein Problem. I think God wants to give you that, all that. Ich glaube, Gott möchte dir das alles geben. You know, but I've got this to say to you today. Aber ich habe euch Folgendes heute zu sagen. Actually, we do not need more of those breakthroughs, blessings, answers and solutions. Wir brauchen nicht mehr von den Lösungen, Durchbrüchen, Segen. What we need is we need more of Jesus in our lives, in our churches and in our cities. Was wir brauchen mehr von Jesus in unseren Gemeinden, Städten und Leben. Because with Jesus will come the breakthroughs, the blessings, the answers and the solution. Denn mit Jesus kommen die Segen, die Durchbrüche, die Antworten und die Lösungen. I used to chase the blessing and the breakthroughs and the answers and the solution. Ich bin damals nachgejagt zu den Segen, den Durchbrüchen, den Antworten, den Lösungen. And sometimes it escapes me and I can't seem to find the answer. Und manchmal ist es mir entkommen, ich konnte die Antwort nicht finden. I can't seem to have the breakthrough. Ich konnte den Durchbruch nicht finden. But when God showed me, aber als Gott mir zeigte, and caused me to have a repentance in my mind, und mir eine Buße in meinem Verstand gegeben hat, a change of my mind, eine Änderung meines a Denkens, shift of my mind, eines Verändern des Denkens, you come after me. Und er sagte, komm mir nach. You come after me. Du kommst mir nach. And then these things will follow after you. Und dann werden diese Dinge dir folgen. Amen. Amen. So we do not need more strategic plans. Also wir brauchen nicht mehr strategische Pläne. But we need the person of Jesus who give us the strategies. Sondern wir brauchen die Person von Jesus, der uns die Strategie gibt. We do not need more creative production in church. Wir brauchen nicht mehr kreative Produktion in der Gemeinde. We need the presence of Jesus, the Creator. Wir brauchen die Gegenwart von Jesus, dem Schöpfer. We do not need more programs to improve our lives. Wir brauchen nicht mehr Programme, unsere Leben besser zu machen. We need the power of Jesus to change our lives. Kraft von Jesus, die unsere Leben verändert. Amen. Amen. So you came to the right church today. Also seid heute zur richtigen Gemeinde gekommen. Because this church is all about Jesus. Denn bei dieser Gemeinde geht's alles um Jesus. Amen. Amen. Let us look at Colossians chapter 1 verse 15. Lass uns Kolosser Kapitel 1 Vers 15 anschauen. He says here, we look at this son. Er sagt, wir schauen auf diesen Sohn. And see God who cannot be seen. Und wir sehen Gott, den man nicht sehen kann. We look at this son. Wir schauen auf diesen Sohn and see God's original purpose in everything created. Und wir sehen Gottes originalen Plan in allem, was er geschaffen hat. For everything, absolutely everything, denn alles, absolut alles, above and below, oben und unten, visible and invisible, sichtbar und unsichtbar, rank after rank after rank of angels, Rang nach Rang von Engeln, everything got started in Jesus and find its purpose in him. Alles begann in Jesus und findet seinen Zweck in ihm. You know, you're living life, you know, aimlessly. Weißt du, wenn du das Leben ohne Ende lebst, you do not know what your future holds. Du weißt nicht, was deine Zukunft hat. You do not know where you're going. Du weißt nicht, wo du hingehst. You are lacking purpose. Und dir fehlt ein Zweck. But purpose is not your passion. Aber der Zweck ist nicht deine Leidenschaft. You know, I know today in a lot of motivational TikTok videos. Ich weiß heutzutage in sehr vielen Motivations-TikTok-Videos. You know, they encourage young people, oh, do what you love. Sie ermutigen junge Menschen, tu was du you liebst. Know, follow your passion. Folge deiner Leidenschaft. And you will have success in life. Und du wirst ein Erfolg im Leben no, sein. No, I have something different to say to you. Nein, ich habe etwas anderes dir zu sagen. I say, follow Jesus. Ich sage, folge Jesus. And success will chase after you. Und Erfolg wird dir nachjagen. Amen. Amen. You see, if you just do something that you love, weißt du, wenn du etwas tust, was du liebst, einfach nur, one day you're not gonna love that thing. Eines Tages wirst du das nicht mehr lieben. But when you give your passion, aber wenn du deine Leidenschaft gibst, to serve Jesus, um Jesus zu dienen, be found in him, und mit ihm folgst, you do not just have passion, dann hast du nicht nur Leidenschaft, but that you have purpose, sondern du hast einen Zweck. Amen. Amen. You know, when you live a very purposeful life, und wenn du ein Leben mit Zweck lebst, you have this confidence, dann hast du diese Zuversicht, that my future, dass meine Zukunft is secure, sicher ist. My future, meine Zukunft is bright, ist leuchtet, is glorious, sie ist herrlich, because my future, meine Zukunft is in Jesus, ist in Jesus. Amen. Amen. Wow.
Whoa. You're a good translator. Du bist ein guter Übersetzer. Anointed. Gesalbt. Anointed man. Gesalbter Mann. Are you attached? Are you attached? Are you married? Yes. Oh, you're married. Okay. Ich bin verheiratet, ja. No, I thought you now introduce him to some Singapore girls. Ich dachte, ich werde ihn ankündigen zu einer Singaporin. It's great to have fun in the church, amen. Es ist großartig, Spaß in der Gemeinde zu haben, amen. Let's read on. Lass uns weiterlesen. It says Jesus was there before any of it came into existence. Sagt, Jesus war da, bevor alles in Existenz kam. And he holds it all together right up to this moment. Und er hält es bis zu diesem Moment alles zusammen. I want some of you to know. Ich möchte, dass einige von euch wissen. You may feel like your life is falling apart. Ihr könnt vielleicht denken, euer Leben fällt auseinander. But let me tell you. Aber lass mich euch sagen. Your Savior, der Erretter, is holding it all together. Hält es alles zusammen. It has not fully fallen apart. Es fällt nicht komplett auseinander. Because if it's fully fallen apart, you wouldn't be here today. Denn wenn es komplett auseinander wäre, dann wärst du heute nicht hier. But I've got news for you from heaven. Aber ich habe Nachricht aus dem Himmel für dich. That God is going to put everything together again. Gott wird wieder alles zusammenbringen. He says when it comes to the church, sei, wenn es zur Gemeinde kommt, he organizes and holds it all together. Er organisiert und hält es alles zusammen. Like a head does a body. Wie ein Kopf den Körper. Jesus was supreme in the beginning. Jesus war am Anfang der Höchste. And leading the resurrection parade. Und er leitet die Parade der Wiederauferstehung. And he is supreme in the end. Und er ist am Ende der Höchste. He's the author and the finisher of our faith. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So if he began a good work in your life, also wenn ein gutes Werk in deinem Leben begonnen hat, I've got news for you. Habe ich Nachrichten für dich. He was supreme. Er war der Höchste. When he began something in you, als er das in dir begonnen hat. And he will be faithful. Und er wird treu sein, to complete it. Es zu vervollständigen. Because Jesus is supreme in the end. Denn Jesus ist am Ende der Höchste. Amen. Amen. He says from the beginning to the end. Seit von Anfang bis Ende. He's there. Ist er dort. Towering far above everything and everyone. Und er ist so hoch über alles und jeden. So spacious is he. Er ist so breit. So expansive. So weit. That everything of God finds its proper place in him without crowding. Dass alles in von Gott in ihm den richtigen Platz findet, ohne dass es zu eng wird. There's no crowding in the house of God. Es gibt keine Enge im Hause Gottes. There is a place for you. Es gibt einen Platz für dich. God has a special place for you. Gott hat einen besonderen Platz für dich. God has a special purpose for you. Gott hat einen besonderen Zweck für dich. For those of you who are here today, für die von euch, die heute hier I believe sind, that God brought you here this morning. Ich glaube, Gott hat dich diesen Morgen and he's hier telling gebracht. You that he has got a special place for you in this house. Und er sagt, er hat einen besonderen Platz für dich in diesem Haus. So stay here. Also bleib hier. Amen. Amen. Whew. Not only that. Nicht nur das. But all the broken. Aber alle gebrochenen and dislocated pieces of the universe. Und getrennten Teile des Universums. People. Leute. Things. Und Dinge. Animals. Und Tiere. Atoms. Und Atome. Get properly fixed and fit together in vibrant harmony. Sie werden richtig zusammengebracht in vibranter Harmonie. God is going to breathe harmony into your life. Gott wird Harmonie in dein Leben reinhauchen. As you start growing to know him. To know Jesus more and more. Während du anfängst, ihn, Jesus, mehr und mehr zu kennen. So if there's something that's broken in your life. Also wenn es etwas gebrochen ist in deinem Leben. Jesus wants to fix it. Jesus möchte es reparieren. Amen. Amen. If you are dislocated from society. Wenn du getrennt bist von der Gesellschaft. Jesus wants to fit you in into his house. Jesus möchte dich wieder in sein Haus hineinbringen. And all this is because. Und all das ist weil. I didn't say it is. Ich habe nicht gesagt, es ist. The Bible says it is. Die Bibel sagt, so es ist. All this is because of his death. Also all das ist aufgrund seines Todes. And his blood that poured thou from the cross. Und sein Blut, das vom Kreuz runtergetropft ist. Amen. Amen. We didn't do anything. Wir haben nichts gemacht. Jesus did everything. Jesus hat alles gemacht. His death. Sein Tod. His resurrection. Seine Wiederauferstehung. Brings the forgiveness of all our sins. Bringt die Vergebung von all unseren Sünden. Jesus gave us a clean slate. Jesus gibt uns eine reine Weste. He gave you the a second chance. Er gibt dir eine zweite Chance. Amen. Amen. You see, our starting line. Wisst ihr, unser Anfangspunkt. Our starting line as Christians. Unsere Anfangslinie als Christen. Is at the place where his finished work is. Ist einem an dem Ort, wo sein vollendetes Werk ist. Because when Jesus died on the cross. Denn als Jesus am Kreuz gestorben ist. He cried, "It is finished." Hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Everything that we do and how we live and how we serve. Alles was wir tun und wie wir leben und dienen. We serve out of his finished work. Wir dienen aus seinem vollendeten Werk heraus. Amen. Amen.
So the question here is, also die Frage hier ist, wow, we know that Jesus is so good. Während wir wissen, dass Jesus ist so gut, you know, how do we grow in our knowledge? Wie wachsen wir in Erkenntnis? And it is a great thing to grow in the knowledge of Christ. Und es ist großartig, in der Erkenntnis Christus zu wachsen. You know, in Peter, I believe in Peter, Second Peter chapter 1 verse 2. Wir sind im 2. Petrus Kapitel 1 Vers 2. He says, may God give you more and more grace and peace. Er sagt, möge Gott euch mehr und mehr Gnade und Frieden geben. As you grow in the knowledge of God and Jesus our Lord. Während ihr wächst in Erkenntnis Gottes und Jesus unserem Herrn. And so what happens as we grow in our intimacy? Und was passiert, wenn wir wachsen in unserer Intimität? As we grow in our walk with the Lord. Wenn wir wachsen in unserem Wandel as mit dem we Herrn. Grow in our knowledge of God. Und wachsen in unserer Erkenntnis von more Gott. More grace, mehr Gnade and more peace und mehr Frieden will reign on you. Wird auf dir regieren. Amen. Amen. How many of you want more grace and peace in your life? Wie von euch wollen mehr Frieden und Gnade im Leben? Amen. Amen. You know, because when you have the faith the grace of God on your life. Also wenn du die Gnade und Gunst Gottes auf deinem Leben hast, it is easy to accomplish His purpose for us. Es ist einfach, seinen Zweck für uns zu erfüllen. You know, I've been privileged to be part of a team. Ich habe das Vorrecht, Teil eines Teams zu sein. You know, when I was a pastor, als ich ein Pastor war, you know, in a new creation church. You know, God used that church in Singapore is amazing. Gott hat diese Gemeinde in Singapur gebraucht, das war erstaunlich. You know, the Lord led us. Er hat uns geleitet. He led my pastor. Er hat meinen Pastor geleitet. To build a building that cost $420 million. Und ein Gebäude zu bauen, das 420 Millionen Dollar gekostet hat. What? Yes. Was? Ja. Yeah. $420 million. 420 Millionen Dollar. I never told my pastor this. Ich habe meinem Pastor das niemals gesagt. But when he talked about it, I thought he was crazy. Aber als er darüber gesprochen hat, dachte ich, er wäre verrückt. $420 million. 420 Millionen Dollar. Oh wow, how are we going to do that? Dachte, oh wow, wie sollen wir das tun? But you see, but God can accomplish it. Aber wisst ihr, Gott kann es tun. You know, by His grace. Durch seine Gnade. If God started it. Wenn Gott es begonnen hat. God will complete it. Wird Gott es vervollständigen. And we started a building project in 2008, wir, I believe. Ich glaube, wir haben in 2008 mit dem Bauprojekt and begonnen. And that was where the great financial crisis came. Und da kam die große finanzielle Krise. People were losing jobs. Leute haben ihre Arbeit People verloren. Were losing money. Leute haben ihr Geld verloren. How is the church ever going to give? Wie wird die Gemeinde jemals geben können? You see, it is God who provides. Wisst ihr, es ist Gott, der versorgt. If God has called you to do something, wenn Gott dich zu etwas berufen hat zu tun, because God wants you to provide, weil Gott möchte, dass du versorgst, and He has already given you that supply, und er hat dir schon das gegeben, was du brauchst, you know, so be supply conscious. Also denk an das, was du bekommst. When you're called by the Lord to serve in the ministry, wenn du vom Herrn berufen bist, in einem Dienst be zu dienen, be supply conscious. Dann denk an das, was dir gegeben Don't wird. Don't be demand conscious. Denk nicht an das, was du Don't verlangen see kannst. That God is demanding this commitment from you. Sie ist nicht, als Gott verlangt diese Hingabe von dir. That's not how God works. So arbeitet Gott nicht. When God calls you to something, wenn Gott dich zu etwas beruft, He has already provided the supply. Hat er schon für dich versorgt, was du brauchst. It is already there. Es ist schon da. And all you need to do, und was du tun musst, is to just say yes, einfach ja zu sagen, and step right into it. Und genau da reinzutreten. Amen. Amen. You know, so as we grow in the knowledge of Christ, während wir in der Erkenntnis von Christus wachsen, grace and peace multiply. Dann vermehrt sich Gnade und Frieden. So then the question is, how do we grow and how do we increase in knowing Jesus? Und das ist die Frage, wie wachsen wir und wachsen wir in Erkenntnis, Jesus zu kennen? And this is where I want to introduce to you the Emmaus experience. Und hier möchte ich euch über die Erfahrung Emmaus sprechen. Or the Emmaus road experience. Oder der Weg nach Emmaus, die Erfahrung. You know, in this story, this is right after Jesus has died on the cross. Und dieser Geschichte, das war genau nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. He was already resurrected. Und war schon wieder auferstanden. So the story began in Luke chapter 24. Und die Geschichte beginnt in Lukas Kapitel 24. Verse 13 to 16. Vers 13 bis 16. Now behold. Es sagt, siehe, there were two of them, zwei von ihnen, they were traveling on that same day to a village called Emmaus. Am selben Tag waren sie am Reisen zu einer Stadt, zu einem Dorf Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Und das war 7 Meilen von Jerusalem entfernt. And they talked together about all the things that had happened. Und sie sprachen über alle Dinge, die geschehen waren. And so it was, und so war es, while they conversed and reasoned, während sie sich unterhalten und nachdenkten, that Jesus himself drew near, dass Jesus selbst sich näherte, and he went to them, und er ging zu ihnen. But their eyes were restrained, aber ihre Augen wurden zurückgehalten. So that they did not know him. So dass sie ihn nicht erkannt haben. You notice something? Bemerkt ihr etwas? These two disciples, they were discouraged. Diese zwei Jünger, sie waren entmutigt. Because they placed their hope on Jesus. Denn sie haben ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Whom they thought is going to be the king of Israel. Sie dachten, er wird der König Israels werden. You know, and they were looking at what is happening, what is natural. Und sie haben sich angeschaut, was geschehen ist, das Natürliche. You know, and they were troubled in their hearts. Und sie waren betrübt in ihren Herzen. But Jesus came to them. Aber Jesus kam zu ihnen.
You see, when you are troubled in your heart, weißt du, wenn du betrübt bist in deinem Herzen, Jesus always take the first step coming towards you. Nimmt Jesus immer den ersten Schritt und kommt zu dir. Just that many times we don't realize that he is with us. Nur ganz oft realisieren wir nicht, dass er mit uns ist. The problem is not that God has left us. Das Problem ist nicht, dass Gott uns verlassen hat. The scripture says that he will never leave you nor forsake you. Die Schrift sagt, er wird dich niemals verlassen noch versäumen. He's always with you. Er ist immer mit dir. Many people cannot see what God is doing in their life presently. Viele Menschen können gerade nicht sehen, was Gott in ihrem Leben tut. Because they're looking for the outward signs and the outward wonders. Denn sie suchen nach den äußerlichen Wundern und Zeichen. They miss it because they're busy looking for those things. Und sie verpassen es, weil sie beschäftigt sind und suchen nach diesen Dingen. For the signs and the wonders. Für die Zeichen und Wunder. And no wonder sometimes you wonder. Und bei den Wundern wundert man sich manchmal. Look to the one that created the signs and the wonders. Schau auf den, der die Zeichen und Wunder geschaffen hat. Amen. Amen. So how did Jesus encourage? Also wie hat Jesus ermutigt? These two disciples. Diese zwei Jünger. And in verse 25. In Vers 25. Jesus said to them. Jesus sagte zu ihnen. Oh foolish ones. Oh ihr Törichten. Oh slow of heart. Und langsam des Herzens. To believe. Zu glauben. In all that the prophets have spoken. In allem was die Propheten gesprochen haben. Ought not the Christ to have suffered these things and enter into his glory? Er sagte, musste der Christus diese Dinge nicht erleiden und in seine Herrlichkeit einkommen? And beginning at Moses and all the prophets, und er fing an bei Mose und allen Propheten, Jesus expounded to them all in all the scriptures things concerning himself. Und Jesus fing an ihnen zu erklären in den Schriften alle Dinge über sich selbst. Think with me for a moment. Denkt einen Moment mit mir nach. I mean, this is Jesus. Das ist Jesus. The physical Jesus himself. Der physische Jesus selbst. He showed up. Er ist aufgetaucht. The disciples did not recognize him. Die Jünger haben ihn nicht erkannt. He did not introduce himself. Er hat sich selbst nicht angekündigt. Hey yo, I'm Jesus. Hey yo, ich bin Jesus. He didn't do that. Er hat das nicht getan. But what did he do? Aber was hat er getan? He started showing the disciples. Er hat angefangen, den Jüngern zu zeigen, who he is in the scripture. Wer ist in den Schriften? To see Jesus and him at work in our lives. Um Jesus zu sehen und sein Werk in unserem Leben. Is to first see him in our Bible. Ist ihn zuerst in unserer Bibel zu sehen. There is a scarlet thread from Genesis to Revelation. Es gibt einen Faden von 1. Mose bis Offenbarung. In every age and on every page. Und an jeder Zeitalter und jeder Jesus auf jedem Blatt ist Jesus dort. Amen. Amen. Sometimes we are looking for too much on the outward things. Manchmal suchen wir zu viel auf den äußerlichen Dingen. Like the disciples. Wie die Jünger. But Jesus showed them who he is in the scripture. Aber Jesus zeigt ihnen, wer er ist in den Schriften. You think about it. Denk drüber nach. So today, if you want to know the Lord, also heute, wenn du den Herrn kennen möchtest, read your Bible. Lies deine Bibel. Amen. Amen. You see, our Bible, wisst ihr, unsere Bibel, we read it, wir lesen sie, not because we are guilty, nicht weil wir schuldig sind, but because we are hungry, sondern weil wir hungrig sind. Amen. Amen. If you see Bible reading as accumulation of knowledge, wenn du Bibel lesen als Information ansammeln siehst, you know, you will find a chore. Wirst du eine Aufgabe haben. But if you read the Bible, aber wenn du die Bibel liest, like it is the Father's love letter to you, so als wäre es das Liebesbrief des Vaters für dich, you will be excited every day. Wirst du dich jeden Tag freuen. Amen. Amen. Right, ladies. Genau, Damen. When you get a text from your loved one, wenn du ein SMS von einem Geliebten bekommst, von deinem Freund. You are excited to want to read it, right? Dann freust du dich, das zu lesen, oder? No? Nein? Oh, wow. Oh, guys, wow. You're in trouble. Leute, Männer, ihr habt ein Problem. You want to read it. Du möchtest es lesen. You want to know what your lover says to you. Du möchtest wissen, was dein Lieber bei dir sagen möchte. You see, Jesus did not reveal to them physically first. Wisst ihr, Jesus hat sich nicht physisch erst zu ihnen offenbart. He revealed to them in the scripture first. Er hat sich zuerst in den Schriften ihnen offenbart. Amen. Amen. And then it says, then they drew near to the village where they were going. Und dann sagte sie, kamen nahe zu dem Dorf, zu dem sie gingen. And Jesus indicated that he would have gone further. Und Jesus tat so, als wäre er weitergehen würde, als würde er weitergehen. That's very interesting. Das ist sehr interessant. I mean, why did Jesus indicate that he was going to go? Warum hat Jesus gezeigt, dass er weitergehen würde? Why didn't he just leave? Warum ist er nicht einfach gegangen? Because he didn't want to leave. Weil er nicht gehen wollte. Sometimes, manchmal, when the presence of God comes in our life, wenn die Gegenwart Gottes in unser Leben sometimes kommt, it looks like it is like going away. Manchmal sieht es so aus, es scheint, als würde it's sie wieder really weggehen. Going away. Aber sie geht nicht wirklich weg. You know, Jesus wants our response to be like the disciples here. Jesus möchte, dass unsere Antwort wie die Jünger hier. Because they constrained Jesus, they said. Denn the scripture says. Die Schrift sagt, sie haben Jesus zurückgehalten. Come, abide with us. Komm, bleib bei uns. For it is towards evening. Denn es ist schon Abend. And the day is far spent. Und der Tag ist schon vorüber. And then he says, and he went in and stayed with them. Und dann sagt es, und er ging rein und bleibte mit ihnen. Amen. Amen. Sometimes, you know, when you don't feel the
the manifested presence of God in your life, in your emotion especially. Weißt du, manchmal, wenn du die manifestierte Gegenwart Gottes in deinem Leben, besonders in Emotionen, nicht spürst, it doesn't mean that Jesus is not there. Bedeutet das nicht, dass Jesus nicht dort ist. Invite him again. Lade ihn wieder ein. Ask him to come into your life. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt. Amen. Amen. And he said, and now it came to pass. Und er sagt, und es geschah, as Jesus sat at the table with them, während Jesus mit ihnen am Tisch saß, Jesus took bread, nahm Jesus Brot, he blessed it, er hat es gesegnet, he broke it, er hat es gebrochen, and he gave it to them, und er hat es ihnen gegeben. And what happened? Was ist geschehen? Then their eyes were open, dann wurden ihre Augen geöffnet, and they knew him, und sie kannten ihn, and he vanished from their sight, und er ist verschwunden aus ihrer Sicht. When were their eyes open? Wann wurden ihre Augen geöffnet? When they begin to have communion with the Lord. Als sie anfingen, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. You see, those two tables on the side here. Wisst ihr, diese zwei Tische auf der Seite hier. The Holy Communion is not a ritual. Dieses heilige Abendmahl ist kein Ritual. Jesus said, do this in remembrance of me. Jesus sagte, tut es in meinem Andenken. When you take the bread. Wenn ihr das Brot nehmt, when you broke the bread, wenn du das Brot brichst, you're doing it in remembrance of what he has done for you. Dann tust du es in Erinnern über das, was er für dich getan hat. That his body was broken so that yours will be whole and be made whole. Dass dein Körper gebrochen worden ist, damit deiner ganz sein kann. When you drink the cup, wenn du vom Kelch trinkst, you're doing it in remembrance of what he has done for you. Tust es im Erinnern über das, was er für dich getan hat. By his shed blood, dass durch sein vergossenes Blut, he brings the forgiveness of all your sins. Er die Vergebung für all deine Sünden bringt. Amen. Amen. So when you begin to commune with the Lord, also wenn du anfängst Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, you will see more of him in your life. Wirst du mehr von ihm in deinem Leben sehen. Amen. Amen. Stop looking for the signs and wonders. Hör auf, nach den Zeichen und Wundern zu suchen. Stop looking for the emotional roller coaster. Hör auf, nach dem emotionalen Rollercoaster zu suchen. Look for Jesus in the Bible. Suche nach Jesus in der Bibel. Commune with him. Habe mit ihm Gemeinschaft. And your eyes will be open. Deine Augen werden geöffnet werden. In verse 32, in Vers 32, and they said to one another, und sie sagten zueinander, did not our heart burn within us? Brannten unsere Herzen nicht in uns? While he talked with us on the road, als er auf dem Weg mit uns sprach, and while he opened the scriptures to us, und während er uns die Schrift öffnete. You see, when the Holy Spirit is showing you Jesus in the Bible, wisst ihr, wenn der Heilige Geist Jesus in der Bibel zeigt, there will always be a burning in your heart. Wird es immer ein Brennen in deinem Herzen geben. Before it start, you feel burning sensation in your hand. Bevor du eine brennende Sensation in deiner Hand spürst, it began in your heart. Beginnt es in deinem Herzen. Amen. Amen. Their hearts was burned. Ihr Herzen brannten. You know, and then in verse 33, they rose up the very hour, returned to Jerusalem. Und in Vers 33, sie gingen auf in der Stunde, standen found auf, the 11 disciples, kamen zu den Jerusalem, and those who were with them gathered together, zu den 11 Jüngern und trafen sich, saying, und sie sagten, the Lord is risen indeed. Der Herr ist wahrlich wieder auferstanden. And has appeared to Simon. Und er ist Simon erschienen. And they told about all the things that has happened on the road. Und sie erzählten alle Dinge, die auf dem Weg geschehen waren. And how Jesus was made known to them in the breaking of the bread. Und wie Jesus ihnen bekannt worden ist im Brechen des Brotes. You know, they began to become preachers for Jesus. Sie begannen Prediger für Jesus zu sein. If you want to be a proclaimer for the gospel, wenn du ein Verkündiger des Evangeliums sein möchtest, encounter the one that gave the gospel. Dann begegne dem, der das Evangelium gegeben hat. Commune with the Savior. Habe Gemeinschaft mit dem Retter. And then you can't help. Und dann kannst du nicht anders. But what go to his people and say Jesus is risen. Als zu seinem Volk zu gehen und sagen, Jesus ist wieder auferstanden. What a transformation! Was für eine Veränderung! When they began to walk with the Lord, als sie anfingen mit dem Herrn zu wandeln, see Jesus in the scripture, und Jesus in den Schrift sahen, their hearts, ihre Herzen, were no longer discouraged, waren nicht mehr entmutigt, but was filled with hope, aber waren mit Hoffnung gefüllt, with a future, mit einer Zukunft, to know that today we have a living Savior. Sie wissen, dass wir heute einen lebendigen Retter haben. Are your hearts discouraged today? Sind eure Herzen heute entmutigt? Jesus is drawing near to you. Jesus nähert sich euch. He is in your Bible. Er ist in eurer Bibel. Amen. Amen. You know, in the story of the Samaritan woman at the well. Wisst ihr, in der Geschichte von der Samariterin am Brunnen, erinnert ihr euch? When the Samaritan woman encountered Jesus, als die Samariterin Jesus getroffen hat, she became an evangelist and evangelized the whole entire village. Wurde sie so eine Evangelistin und hat ihr ganzes Dorf evangelisiert. And therefore I believe, und daher glaube ich, the effectiveness of your ministry, dass die Effektivität deines Dienstes, or the effectiveness of your evangelism, oder Effektivität deines Evangelisierens, it depends on your encounter with the Lord. Hängt ab von einer Begegnung mit dem Herrn. As you encounter the Lord more in your closet, und während du dem Herrn mehr in einem Geheimort begegnest, as you begin to see Jesus more in the scripture, und anfängst in der Schrift Jesus mehr zu you sehen, can't help but have fire in your belly. Kannst du nicht anders als Feuer in deinem Bauch and when zu haben. Fire is in your belly, und wenn das Feuer in deinem Bauch you ist, can't help but preach to the people around you that Jesus is
is Lord, he is risen, and he is forgiver of all our sins. Dann kannst du nicht anders als den Menschen um dich herum predigen, dass Jesus Herr ist, dass er auferstanden ist und er von allen Sünden uns vergeben hat. Come on, give Jesus all the praise. Komm, gib Jesus den ganzen Lob. Amen. Amen. What a beautiful Lord we have. Was für einen wunderschönen Herrn wir haben. He's first beautiful. Er ist zuerst wunderschön. Then he will become powerful in our life. Dann wird er mächtig in unserem Leben werden. Amen. Amen. I'll close with this. Ich werde es mit dem beenden. In the Songs of Solomon, im Hohelied, in chapter 1, Kapitel 1, verse 2 to 4, Vers 2 bis 4. It says, let him kiss me with the kisses of his mouth. Er sagt, lass ihn mich küssen mit den Küssen seines Mundes. For your love is better than wine. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Just to help you to understand the context. Um euch zu helfen, den Kontext zu verstehen. The Song of Solomon is also written. Das Hohelied ist auch geschrieben. About our love relationship with the Lord. Über unsere Liebesbeziehung mit dem Herrn. You know, Jesus. Wisst ihr, Jesus is a lover. Ist der Liebhaber. You know, the Shulamite woman. Und die Shulamitin. You know, is the church. Sie ist die Gemeinde. So the church said, let him kiss me with the kisses of his mouth. Also die Gemeinde sagt, lass ihn mich küssen mit den Küssen seines Mundes. For your love is better than wine. Denn deine Liebe ist besser als Wein. He says, your anointing oils. Und er sagt, deine Salbung are fragrant. Es hat einen Geruch. Your name is oil poured out. Und dein Name ist wie Öl, das ausgegossen wird. Therefore the virgins love you. Daher lieben dich die Jungfrauen. Draw me after you. Und zieh mich nach dir. Let us run. Und lass uns gehen. The king has brought me into his chambers. Der König hat mich in sein Gemach gebracht. The way you experience the anointing of God. Die Art und Weise, wie du die Salbung Gottes erfährst, is calling out his name. Ist, wenn du seinen Namen ausrufst. You know, when you say grace, wenn du Gnade sagst, over your meal, oder betest für dein Essen, when you say in Jesus' name, wenn du sagst in Jesu Namen, it's not a ritual. Ist es kein Ritual. You are inviting him into that place. Du lädst ihn an diesem Ort ein. When you speak the name of Jesus, wenn du den Namen von Jesus sprichst, the Bible says your name is like oil poured out. Das hat die Bibel sagt, der Name ist wie Öl, das ausgegossen wird. So don't blaspheme that name. Also sprich nicht gegen diesen Namen. In some society they use that name as a swear word. In einigen Gesellschaften sie gebrauchen den Namen als ein Fluchwort. No, his name. Und sein Name bring anointing. Bringt Salbung. You know, when you are lacking in anointing. Wisst ihr, wenn es euch mangelt an Salbung. Call on his name. Dann ruft seinen Namen an. And he will start pouring out. Und er wird anfangen auszugießen. The Bible says in Isaiah chapter 10. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 10. Verse 27. Vers 27. The yoke. Dass das Joch, the burden on our back, die Last auf unserem Rücken, will be destroyed, zersprengt wird, because of the anointing, aufgrund der Salbung. If you want yokes to be lifted off your shoulder today, wenn ihr möchtet, dass das Joch heute von euren Schultern weggenommen wird, the anointing can do that. Die Salbung kann es tun. But the anointing comes from him. Aber die Salbung kommt von ihm. But God give us a little secret here. Gott hat uns ein kleines Geheimnis gegeben. Call on his name. Rufe seinen Namen an. That's why everyone that call on his name, deshalb jeder, der seinen Namen anruft, shall be safe. Wird errettet sein. If you are a non-believer, wenn du ein Nichtgläubiger bist, when you call on the name of Jesus, wenn du den Namen von Jesus anrufst, you will bring salvation to you, dann wird er die Errettung bringen, and to your household, und zu deinem Haushalt. If you are going through a situation today, wenn du heute durch eine Situation gehst, maybe it's difficult, vielleicht ist es schwierig. You know, there's a lot of friction. Es gibt ganz viel Spannung. The anointing oil, das Salbungsöl, can ease that friction. Kann diese Spannung ganz klar mal reinmachen. If there's a lot of conflict and friction in your marriage, wenn es ganz viel Konflikt gibt und ganz viel Spannung oder Reibung, the oil, das Öl, will smoothen, wird alles ganz sanft machen. The relationship, die Beziehung. Amen. Amen. And we all of us can have the anointing oil. Und wir alle können das Salbungsöl haben. By just calling on his name, indem wir seinen Namen rufen. Amen. Shall we all stand here in this place? Können wir alle aufstehen an diesem Ort? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We worship you here, Lord. Wir beten dich an, Herr. We welcome your presence in this place. Wir heißen die Gegenwart willkommen an diesem Ort. To heal every broken heart. Um jedes gebrochenes Herz zu heilen. To heal every broken body. Um jeden gebrochenen Körper zu heilen. To restore every soul that is weary. Um jede Seele wiederherzustellen, die müde ist. We welcome you, Lord. Wir heißen dich willkommen, Herr. Just lift your hands right now. Heb einfach deine Hände jetzt. And believers, just pray in the spirit. Und lass uns einfach im Geist beten. Call on the name Jesus. Rufe den Namen Jesus. 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 Your name.
Dein Name is like oil pour off. Ist wie ausgegossenes Öl. Is like the anointing pour off. Ist wie die Salbung, die ausgegossen. Pour on us today, Jesus. Gieß aus über uns, Jesus. It's all about you, Jesus. Es geht alles um dich, Jesus. It's all about you, Jesus. Es geht alles um dich, Jesus. It's not about ourselves. Es geht nicht um uns selbst. It's all about you. Es geht alles um dich. Go on, just pray in the spirit. Komm, bete einfach im Geist. Thank you, Lord. Shofa, danke. Just gonna invite the worship team now to lead us. Möchte das Worship Team einladen, uns zu leiten. Jesus.
diese Beziehung zu diesem Yeshua, zum Jesus noch nicht hast, and if you don't yet have this relationship to Jesus, this Yeshua, oder wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung erneuern, or you say, I want to renew this relationship, dann lade ich dich darauf ein, dass du heute hier und jetzt eine Entscheidung triffst. Then I invite you that today, here and now, you take a decision. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. We don't know what tomorrow is going to bring. Alles, was wir wissen, ist, was jetzt ist. All we know is what we have now. Und du hast jetzt die Möglichkeit, and you now have the opportunity, dich Gott zu nähern. To come close to God. Wie Pastor Benjamin schon gesagt hat, er ist bereits hier. Like Pastor Benjamin already said, he's already here. Jesus ist präsent. Jesus is present. Und es ist deine Entscheidung, and it's your decision, ob du mit ihm leben willst oder nicht. Whether you will live with him or not. Er hat seine Hand zu dir ausgestreckt. He stretches out towards you. Er hat das Kreuz überwunden. He overcame the cross, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. So we can have communion with him. Er ist auferstanden. He rose again. Und hat den Tod besiegt. And he defeated death. Er hat die Sünde besiegt. He defeated sin. Und heute Morgen hast du die Möglichkeit. And this morning you have the opportunity. Wenn das bei dir noch nicht safe ist, if this is not secure in you, dass du einen Schritt machst und sagst, ich will mich wieder Gott nähern. That you take a decision, a step and says, I want to come close to God. Ich lege mein Leben zu ihm vor die Füße. And I lay my life at his feet. Und ich gebe ihm alles, was ich habe. And I give him all that I have. Damit diese Auferstehungskraft, so that this resurrection power, dich wieder lebendig macht. Will make you alive again. Wenn du das bist, dann streck doch mal die Hand. If that's you, just stretch out your hand. Sei mutig und streck die Hand. Be bold and just stretch out your hand. Jesus, wir danken dir. Jesus, we thank you. Du siehst die Hände, die gestreckt sind. You see the hands that are stretched out. Jesus, wir danken dir. Du siehst die Herzen. Jesus, we thank you. You see the hearts. Und das ist das Allerwichtigste für dich. This is the most important thing for you. Wir danken dir, Jesus, dass du jetzt ein großes Ding tust. We thank you, Jesus, that right now you're going to do a great thing. Dass du diese Herzen jetzt berührst mit deiner lebendigen Kraft. That you're going to touch these hearts right now with your living power. Und Heiliger Geist, so beten wir. And Holy Spirit, we pray. Dass du jetzt kommst. That you come right now. Dass du in die Herzen kommst. That you come in the hearts. Und Kirche, falls ihr Leute um euch herum seht, wo die Hände strecken. In church, if you have people around you who have their hands stretched out. Dann legt doch bitte eure Hände auf ihre Schultern. Just put your hand on their shoulders. Und betet mit ihnen. And pray with them. Betet mit ihnen. Pray with them. Lass uns als Kirche beten zusammen. Let's pray as a church together. Und du dein Leben jetzt Jesus gibst. And you who are giving your life to Jesus right lass now. Lass uns zusammen beten. Let's pray this together. Ich bete auf Deutsch und danach wird der Chris auf Englisch beten. I'm going to pray in German and then Chris is going to pray in English. Himmlischer Vater. Kirche, ihr dürft gerne wiederholen auf Deutsch. Church, Himmlischer Vater. You can repeat it in German after me. Ich komme jetzt zu dir. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Und heute gebe ich dir mein Leben. Nimm mein ganzes Herz. Nimm meine Seele, mein Körper, mein Geist und beleb mich. Ich bete um Vergebung für meine Sünden. Und ich bete, dass du mein Leben erneuerst. Mit deiner Auferstehungskraft. Heiliger Geist, komm und übernimm Kontrolle in meinem Leben. Heiliger Geist, komm und erneuere meinen Geist. Und mach mein Herz wieder ganz. Füll es mit deiner Gegenwart und mit der Offenbarung von Jesus. Halleluja. Halleluja. Let's speak in English. Heavenly Father, today I come to you as a sinner in need of salvation. Jesus, I believe in you, in what you did on the cross for my sin, and I repent and turn to you, and I ask that you fill me with your Holy Spirit and make me brand new. Revive my spirit, soul, and body, and make me fully yours. And help me to live with you all the days of my life as a new creation and a child of God for your glory.
all the days of my life. In Jesus' name. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Es ist so wundervoll. Lass uns Gott mal einen riesen Applaus geben. It's so wonderful. Let's give God a great hand. Come on. Halleluja. Hey, wenn wir uns bewusst darüber werden, was hier gerade passiert. If we become aware of what just happened, der Himmel feiert. Heaven is celebrating. Weil Menschen sich dafür entschieden haben, errettet zu werden. Because people took the decision to get saved. Der Himmel feiert. Heaven is celebrating. Leute, wir dürfen das feiern, was Gott hier tut, amen. People can celebrate what God is doing here, amen. Es ist so gut. It's so good. Es ist so gut. Halleluja. It's so good. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Ich will euch bitten, die, wo ihr euch für Jesus entschieden habt, dass ihr vielleicht gleich nach vorne kommt. I want to ask those of you who gave your life to Jesus that you come to the front in a moment. Und dass wir auch Life Group Leiter aus unserer Gemeinde, so we have Life Group Leaders in the church, dass sie auch dazu kommen und für sie beten. And that you guys come and pray for them. This hier, dieser Sonntag, ist kein Event, wo wir uns nur versammeln. This right here, this Sunday, is not just an event where we gather. Am Sonntag kommen wir zusammen, um zu feiern, was Gott tut. Sundays we come together to celebrate what God is doing. Aber unter der Woche leben wir Beziehung. But during the week we live in relationship. Wir leben in unseren Life Groups Beziehung. We live in our life groups in our Jüngerschaft. Discipleship. Wir fragen, wie es geht. We ask how we're doing. Wir sind füreinander da. We're there for one another. Deswegen ermutige ich dich, so I want to encourage you, auch wenn du heute vielleicht das erste Mal da bist oder noch nicht angeschlossen bist hier in der Church, even if you're here for the first time today or you're not connected yet to the church, dass du nach dem Gottesdienst an dem Welcome Booth dich informierst, dass after the service at the Welcome Booth you und dass du Teil wirst von dem, and you become part of this, Teil von der Gemeinschaft, part of the community, Teil von all dem, was Gott hier tut, and part of everything that God is doing here. Amen. Amen. Und auch wenn du heute noch Gebet in Anspruch nehmen möchtest. And if today you still want to receive prayer, wir haben hier auf der linken Seite das Ministry Team. On the left side we have the Ministry Team. Und wir laden euch ein, dass ihr zum Gebetsteam kommt. And we invite you to come to the prayer team. Und einen Segen empfangt. And that you receive a blessing. Halleluja. Halleluja. Hey, dann wünsche ich euch noch einen richtig genialen Sonntag. Feiert es. So I wish you a great Sunday. Celebrate it. Feier, was Gott heute getan hat. Let's celebrate what God did today. Und lass uns auch ein bisschen ins Gebet gehen hier vorne. And okay? Let's go in the front here. Let's keep praying here. Amen. Right? Hey, einen gesegneten Sonntag. Amen. Hey, have a blessed Sunday. This is what heaven sounds like.
Yes, you're worthy of my wildest praise. I wanna get wild for you. Yeah. There's no reason in holding it back tonight. Oh, I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. I gotta let it out. I can't hold back my praise. Can I survive? The God breakthroughs on us.
to the